Die ist echt zu bescheiden und macht sich nieder. Und mehr hat sie nicht zu sagen im Augenblick. Also geben wir jetzt erst einmal Ausrüstung. Die Kapuze. Den Mantel. Die Manschetten und die Stiefel. Rücknahme gegebener Ausrüstung ist nicht möglich, okay? Ja. Thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Matula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Matula is my best chance. Jo, da steht er nämlich auch rum. So. Na komm, gehen wir durch das... Ne, erst rede ich mit ihm hier draußen. Und das Tor lasse ich noch zu, weil sie daneben steht. Clearing the way. Was you doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, you know. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. I am in your debt. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. Ja, da redet er von der blauen Klinge. Wir können von ihm eine Geste lernen, Freudegeste. Und ja, er hat gesagt, er geht jetzt diesen Weg weiter. Und dass er Bernhard heißt. So, mehr hat er uns nicht zu sagen. Ich wechsle mal die Waffe. Ich weiß gerade gar nicht, wie verhält sich der Heidespeer überhaupt. Ah ja, der hat einen festen, schweren Stoß nach vorne. Anders als unser normaler Speer mit dem komischen Seitenhieb. Und zweihändig. Ja, hat auch einen schweren Stich. Dürfte eigentlich ganz gut klappen. Jetzt erst einmal wieder Seelen ausgeben. Aufsteigen. Vitalität hoch. Und da haben wir schon das Maximum erreicht. So. Ich könnte jetzt bei McDuff... Ja, machen wir das mal kurz. McDuffs Werkstatt. Da will ich hin. Kann ich jetzt wenigstens zwei Splitter kaufen, große Scherben kaufen. So, zwei. Und kann hier nochmal unseren normalen Speer verstärken, ja. Den lasse ich erstmal so. Und jetzt porte ich mich erstmal wieder zurück zu den Verbandenzellen, weil ich euch noch was zeigen wollte. Wenn wir schon gerade den Heidespeer tragen, trifft sich das nämlich gut. So, die Treppe hoch. Der Heideritter, den wir nämlich unten im Sünderhügel besiegt haben in der Zelle, der saß im Original Dark Souls an dieser Stelle hier. Den haben sie also auch einfach verschoben. Okay.
Wir haben einen guten Speer. Jetzt gucken wir mal, wie wir an der Stelle durchkommen. Wenn nicht, muss ich zwischendurch mal einen kleinen Cut machen. Sünderhügel haben wir abgeschlossen. Ich muss nämlich jetzt in die Dienstbotenquartiere. Wir haben ja nämlich noch einen von Ferrous Lockstones. Und den benutze ich hier. So, dann leuchtet es hier wieder schön. Und ich kann hier den Weg zum Mondturm aufpieksen. Und hier ist gleich ein Zwerg, wobei ich eher sagen könnte, würde, dass es ein Gnom ist, mit dem wir reden können. Ja, der Text unten von ihm war nicht ganz akkurat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir die Glocke anfassen, schneiden seine Kameraden uns in Stücke. Also da vorne sieht man eine ganze Menge Zinnsoldaten rumstehen und auch hier jede Menge Rüstungsteile. A long, long, long time ago, the princess made me. Yes, just like so. To guard this bell for the princess honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. Stay back! It belongs to the princess, it do! You wish to guard the bell, you do! For the prince and the princess forever! For true. Euren Eid widerrufen und den Glockenhüter Leid reisten? Nein. Useless fool, filthy undead! Be gone right now and off with your head! Ja, sehr netter Kumpel. Also, wir haben einen neuen Eid gefunden. Einen ziemlich miesen Eid. Wobei, bis jetzt scheinen wir Glück zu haben. Ich hätte nichts sagen sollen. Das ist nämlich kein NPC, der da gerade invasiert. Das ist ein graues Phantom. Wir sind wieder im PvP. Und ja. Wobei wir den gerade ziemlich gut klein kriegen. Nur scheint es gerade mal wieder zu laggen. So, Eindringling verbannt. Hey, das hat ganz gut geklappt eigentlich. Und wir kriegen sogar einen Titanitbrocken, was das Schöne an diesen Invasionen ist. So, ich weiß nur nicht, ob jetzt nicht gleich noch einer kommt. Erstmal den hier loswerden. Das sind nämlich normale NPC-Gnome. So, ein Skeptiker-Gewürz. Und jetzt können wir hier irgendwo runter... Ist der neu? Herrenloser Glenkur. Mhm. Können wir hier runterhüpfen? Hier ist nämlich zum ersten Mal eine Truhe, die wir plündern können. Blauer Tränensteinring, okay.
Und noch ein Skeptiker-Gewürz. Also ja, das gegen den NPC gerade eben hat ziemlich gut geklappt. Das wiederum nicht. Was heißt gegen den NPC? Das war ja ein richtiger Spieler. Der hatte halt einfach keine so gute Chance mit seinem Dolch gegen mich. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Nein, er kommt nicht. Also ja, diese grauen Phantome sind Spieler, die den Glockenhüter-Eid geleistet haben. Hi, Jungs. Bei Jungs. Und die tauchen einfach mal, während man hier im Glockenturm ist, können die immer wieder invasieren. So wie der gerade eben. Wobei das meistens eigentlich lästiger ist, weil da 4-5 Stück auftauchen. Und nicht nur der eine, wie gerade eben, der ziemlich easy war. Was jedoch nicht auftaucht, wenn man im Online-Modus ist. Deswegen gehe ich jetzt in den Offline-Modus. Also muss ich kurz mal zwischendurch einen Cut machen für das Gebiet. Das ist allerdings eines der wenigen Gebiete, wo ich das machen muss. Weil ich euch halt einfach alles zeigen möchte. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Wir gehen jetzt wieder runter in den Glockenturm. Also ich bin jetzt im Offline-Modus, um das mal hinzuzufügen. So, den Mannequin hier am Anfang ignorieren wir. Gehen wieder hier nach oben. Töten erstmal wieder den hier. Wenn er uns lässt. Die Jungs sind übrigens ziemlich böse. Und ja, jetzt kommt er. Invasion des Finstergeistes von Glockenhüter. Dieses Phantom taucht nur im Offline-Modus auf. Wow. Das ist mal neu, dass der auf mich schießt. Und ich glaube, ich versuche es mal hier mit meinem normalen Speer weiter. Okay, der macht definitiv weniger Schaden. Anders als der Kerl. Also ja, das bisschen Blitzschaden bringt's doch, was der mehr Schaden macht. So, und ab jetzt wird's lustig. Denn wir haben jetzt den Glockenhüter beschworen. Wow. Da ist er auch schon. Er unterscheidet sich ein bisschen von den anderen. Ja. Wow. Hier müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wir kämpfen hier nämlich gegen mehr als nur einen Gegner gleichzeitig. Vor allem, wir kämpfen gegen ein ziemlich garstiges rotes Phantom. So. Jetzt haben wir nur noch ihn alleine. Jetzt ist er nicht mehr ganz so stark. Und dieses Phantom hier ist der Glockenhüter unten am Eingang. Übrigens. So, Finstergeist ist verbannt. Er war der Grund, warum ich in den Offline-Modus gegangen bin, nur um euch mal zu zeigen. So, du bist keine Mimik, soweit ich weiß. Schimmernder Lebensstein und Dämmerungskraut. Wow, ja, ich wusste, hier war noch einer. Oh, ich kann ihn auch mal zweihändig besiegen, das geht, glaube ich, besser. Oh, ein Glockenhüterbogen. Und hier war noch Loot. Naja, noch ein Skeptiker-Gewürz. Einmal heilen.
So, und dann können wir hier dran ziehen. Damit läuten wir nämlich die Glocke. Und mit dem Läuten der Glocke... ...müsste hier das Tor aufgehen. Genau. Wir können doch mal mit ihm hier unten reden. Aber ich glaube nicht, dass er uns was Neues zu sagen hat.